Fast eine Stunde ist rum und nach einer Stunde kann man wirklich sagen, lübt oder lübt nicht. Und das hier scheint wirklich ganz gut zu laufen. Ja, am 34er soll es laufen und ja, am 34er läuft es. Am 34er läuft es eigentlich immer. Aber hier läuft es gerade auch nochmal richtig gut, komplett auf pinke Quicker. Und die hatten wir ja auch vor vielen Wochen schon mal regelmäßig in den Rekorden. Und ja, ich habe einfach mal den Spot getestet von Aschebeast, nächste Scholle. Und da gab es halt einige Infos zu diesem Spot, also komplette Infos zu dem Spot übrigens im Discord. Link zum Discord direkt unter dem Video. Und dort, wie gesagt, in der Rubrik Nordmeer gab es da den Beitrag von Aschebeast mit sämtlichen Infos. Der Quicker in Pink, aber in groß. Also nicht der 4,5er, kann man bestimmt auch machen, wenn man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Frequenz haben will. Allerdings dann auch vielleicht ein bisschen kleiner noch reingeht, dann gerne natürlich mit dem 4,5er Quicker. Ich bin jetzt hier allerdings unterwegs auch mit dem großen, mit dem 7er Quicker. Wir gucken uns das gleich natürlich im Detail nochmal an. Und mit diesem großen Quicker haben wir natürlich auch Bock, hier die dicken Dingers rauszuziehen. Wichtiger Punkt ist das Wetter. Und da müssen wir tatsächlich gleich nochmal gucken, wie das Wetter denn war, beziehungsweise wie das Wetter jetzt gerade war, wo ich jetzt das getestet habe. Ich hatte jetzt hier eine Stunde lang eigentlich konstant Sonnenschein. Also relativ gutes Wetter, sonniges Wetter und dementsprechend sieht gerade mein Kescher so aus. Sehr viele Schellfische, immer mal wieder ein paar Plattfische dabei, aber hauptsächlich Schellfische. Mal eine Makrelentrophy dabei, nimmt man natürlich gerne mit, warum auch nicht. Aber die große Anzahl der Plattfische, wie im Discord beschrieben, die habe ich nicht. Aber im Discord war auch beschrieben, Alden bei Schlechtwetter und sehr, sehr kalt. Und das haben wir halt noch nicht. Bis eben war hier sogar noch Sonne. Jetzt kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewitter. Ja. Nehme ich gerne mit und dann testen wir mal, ob es beim Gewitter einen Umschwung gibt. Und es kommt natürlich jetzt in den nächsten Tagen auch wieder etwas schlechteres Wetter. Es war allerdings in den vergangenen Stunden, war es auch richtig kalt, eher so um die 1 Grad kalt. Also wirklich, wirklich kalt. Und ja, das müssen wir natürlich erstmal wieder hinkriegen. Sind allerdings einfach alles so Infos und so Komponenten, die man einfach beachten muss. Ne? Wenn man sich dann also wundert, bei mir hier auf dem 34er laufen gar nicht die Plattfische. Naja, dann liegt es halt, was will man ändern? Man hat die gleichen Köder, man ist am gleichen Spot. Das Einzige, was sich halt immer wieder ändert und was wir eben nicht beeinflussen können, sind die Wetterbedingungen. Und natürlich auch noch jede Menge Glück, muss man natürlich auch noch haben. Aber es ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dementsprechend müssen wir halt auch immer gucken, welche Fische bei welchem Wetter. Und dass die Plattfische bei Regenwetter sehr gut gehen, wissen wahrscheinlich auch alle, die am Nordmeer Grundangeln machen. Denn da geht man auch in der Regel richtig schön auf Plattfische, wenn es schön verregnet ist. Jetzt gucke ich gerade noch mal kurz rein hier ins Discord. Ich glaube, wir hatten, genau. Aschebeast hatte hier eine Scholle als Trophy, die Doggerschabe als Trophy gefangen. Das ist natürlich schon richtig, richtig nice. Und ansonsten auch, ja, einfach tendenziell mehr Plattfische schon mit drin im Netz. Dazu kommt, was ich gerade noch gesehen habe, der Void and Ashes hat an der gleichen Stelle, ja, das ist aber auch schon einige Stunden her, also da war es auch noch deutlich kühler, hat einen Steinbutt als Trophy gefangen mit 17 Kilo. Richtig, richtig geil. Also auch da hat das Ganze auch verlinkt hier auf den Spot von Aschebeast. Also gleiche Stelle, gleiches Setup. Schön mit dem Steinbutt einfach das Ganze abgeschlossen. Aschebeast hat dann ja jede Menge Schellfische, Schellfisch-Trophy auch noch gefangen. Also da ist einiges reingegangen. Ja, sieht gut aus hier. Und ich würde sagen, das kann man tatsächlich auch nochmal gut nachmachen. Wir gucken uns jetzt natürlich nochmal eben hier das gesamte Setup an. Absinken lassen währenddessen. Ich bin jetzt hier
mit der Sensi unterwegs. Ich glaube, das ist schon wieder Biss, ne? Ja. Ach, zum Glück flackert es immer. Mit der Sensi unterwegs und mit einer großen Rolle, damit ich ein bisschen schneller kurbeln kann. Aber man kann genauso hier mit der Overlord, selbst mit der HSV kann man sich hier so schon hinstellen und damit anfangen. Da würde ich dann allerdings wirklich die kleinen Quicker nehmen. Also Dreierhaken und die 4,5er Quicker in Pink und nicht hier die großen 7er. Denn ja, da kommt man hart ans Limit. Und man schrottet dann natürlich auch ganz, ganz schnell bei den großen Frischen sein Setup. Also hier jetzt gerade unterwegs mit 60 Kilo Setup bzw. 55 Kilo Fluorocarbon als Schockleader genommen. Kann man auch nehmen, das ist das dickste Fluorocarbon, was es gibt. Daraus einfach den 2 Meter Schockleader machen, zack, fertig. Statt der Nylonschnur einfach mal das nehmen. 4,0er fetten Jig-Kopf. Also wir sind hier komplett mit dem Meeres-Jig unterwegs. Und dann hier, wie gerade schon gesagt, die 7er Quicker, die großen Quicker, 7,0. Komplett alles auf Pink, hier alles auf einen 6,0er Haken sogar. Also ziemlich groß hier bei den Beifängern. Das heißt, wenn was reingeht, dann soll es auch richtig schön reinballern. Ja. So sieht es aus und ich glaube, das sind so die wichtigsten Infos. Ich rufe jetzt nochmal das U-Boot, dann gucken wir zumindest mal rein. Ich glaube, die Stunde ist fast rum. Eine Muschel war auch mit dabei, auch mal was Schönes. Und so langsam wird es bewölkt. Und ich werde jetzt natürlich noch gleich weiter testen und weiter probieren. Knappe Stündchen bin ich jetzt hier noch auf dem Acker unterwegs. Und dann wird hier probiert, wie das denn jetzt gleich bei möglicherweise noch Schlechtwetter wird. Und ob man dann wirklich einen großen Unterschied sieht bei den gefangenen Fischen. Wäre halt richtig cool, wenn das so ist, wenn man das wirklich so sagen kann, tendenziell eher Plattfische bei Schlechtwetter, dann kann man sich halt ein bisschen mehr drauf einstellen und gezielter die Fische beangeln. So, jetzt den nochmal schön rausziehen hier, den Shelly, und wir gucken kurz rein. So sieht es aus, nach Preisen sortiert, schmeckt natürlich 710 Silber. Fangzeit, ja, noch nicht mal ganz die Stunde voll gemacht. Und ja, ich sag mal, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Bin ich einfach so schön weggetrieben. Immer schön weiter und war dann hier am Rand und habe mich schon gewundert, dass nichts mehr beißt. Aber ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen korrigiert, immer mal wieder ein bisschen zurückfährt und hier um die 34 herumfährt, dann sollte das doch ganz gut klappen. Mit noch ein bisschen mehr als 700 Flocken, vorausgesetzt, du hast die Beifänger mit und, naja, dann hat es dann natürlich eine deutlich bessere Frequenz. Und wenn nicht, dann eben ein bisschen kleiner reingehen und eben nur mit dem Jig und mit dem einen Köder. Aber ich sag mal so auf 200, vielleicht sogar 300, je nachdem was reingeht, kommt man bestimmt auch noch mit gut klar. Hatte ich das eigentlich schon mal gezeigt? Hatte ich schon letztens gezeigt, ne? Wenn du nicht sicher bist, wie das geht mit der Bewegung in Grundnähe, das machen wir einfach nochmal ganz kurz. Also, die beste Größe für Bewegung in Grundnähe oder beste Höhe auswerfen das Ganze. Und dann die Rute ganz nach oben machen. Schön weit nach oben. So. Na. Sinkt natürlich jetzt relativ langsam runter, aber jetzt gleich haben wir es schon. 20 Meter, 30 Meter. Ich hoffe, es beißt jetzt nicht sofort was an. Und dann haben wir jetzt gleich 30... 35. Und da haben wir schon Biss. In der Theorie. Also, sobald da steht Bewegung in Grundnähe, kurbeln wir nochmal hoch. Stückchen anziehen. Dann steht das Bewegung in Grundnähe nicht mehr da. Dann die Rute runterlassen. Dann steht da wieder Bewegung in Grundnähe. Und dann anfangen zu pilken. Dann ist man genau in dem richtigen Bereich, dass man schön das Pilken hat. Und immer mal wieder an, aus, Bewegung in Grundnähe. Eine richtig gute Area, wo es dann sehr schön triggert. So, ich mache jetzt noch weiter hier. Wenn die Makrelen reingehen, nehme ich die natürlich auch gerne mit. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4 Petri.